Die Meisterin der Illusionen. Kapitel 5 Der Erbe. Seit ihrem ersten Besuch in der Menschenstadt hatte Kiso keine Nacht mehr richtig durchschlafen können. Sie machte sich einfach zu viele Gedanken über die Menschen und dessen Eigenarten. In der letzten Nacht kam dann auch noch ein ausufernder Streit mit ihrer Mutter Iba dazu, die am Ende nur widerstrebend akzeptierte, dass Kiso jeden Platz einnehmen würde, der ihr von den Walfüchsen angeordnet werden würde. Während des Streits war Kiso völlig selbstsicher und überzeugt von ihren Fähigkeiten und der Aufgabe gewesen. Doch als dann Ruhe eingekehrt war, spürte sie die Zweifel aufkommen, die nicht nur ihre Mutter, sondern auch schon die einzelnen Besuche zuvor aufkommen lassen haben. Allmählich bewunderte sie Marlon für seine innere Stärke und Ruhe. Sie war sich sicher, dass er niemals vor Angst oder Zweifel ins Wanken geraten würde, so wie sie es gerade tat. Vielleicht müsste auch sie ihre Gefühle und unnützen Gedanken wegsperren und sich allein auf ihre Aufgabe konzentrieren, so wie Marlon es tat. Denn er war nur darin bestrebt, Kiso zu beschützen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen konnte und schien sich darin von nichts beirren zu lassen. Kiso fasste einen Entschluss. Von nun an wollte sie ihre Aufgabe genauso angehen wie Marlon die seine. Marlon war etwas früher zu dem ältesten Kaseo aufgebrochen, von dem die beiden jungen Füchse heute ihr nächstes Ziel erhalten sollten. Er wollte gern allein mit dem Ältesten sprechen, der den zweifelhaften Ruf besaß, ein ziemlicher Schürzenjäger zu sein. »Ach Marlon, wie schön, dich zu sehen. Wo ist denn die Erwählte?« »Sie kommt später nach«, berichtete Marlon etwas nervös, woraufhin Kaseo verdutzt stutzte. »Was kann ich für dich tun, Marlon?« Du bist doch sicher nicht so früh hier erschienen, um einen netten Plausch mit einem alten Fuchs zu führen. Marlon versuchte die richtigen Worte zu finden, während seine Wangen eine leichte rötliche Färbung annahmen. Ich wollte dich fragen, wie ein Fuchs einem anderen Fuchs zeigt, dass er ihn, gern hat. Kaum hatte Marlon dies laut ausgesprochen, war sein Kopf knallrot. Was wohl auch daran lag, dass Kaseo sich ein belustigtes Lachen aus vollem Halse nicht verkneifen konnte. Marlon wäre am liebsten im Boden versunken, doch es war immer noch besser, von Kaseo ausgelacht zu werden, als von seiner Zwillingsschwester Marlin. Da die Eltern der Zwillinge beide bei dem Brand durch die Menschen vor einigen Jahren gestorben waren, war Marlin die einzige Verwandte, die Marlon geblieben war und an die er sich bei solchen Fragen hätte wenden können. Doch gegenüber seiner Schwester wollte er auf keinen Fall Schwäche zeigen. Deshalb hatte er sich heute Morgen spontan dazu entschlossen, Kaseo vor Kiso aufzusuchen, um mit ihm darüber zu sprechen. Nun, wo er Kaseo so herzhaft lachen sah, bereute er diese Entscheidung fast schon wieder. »Entschuldige mein taktloses Verhalten, Marlon. Ich bin gerührt, dass du mit deinen Liebesfragen zu mir kommst.« Kaseo hatte sich endlich wieder beruhigt und ein breites Grinsen aufgesetzt. »Wie du ja weißt, bin ich ein Meister des Verführens.« Marlon dachte an die dutzenden Abfuhren, die Kaseo von Muwa bereits erhalten hatte, doch verkniff sich eine Bemerkung darüber. »Wenn du eine Füchsin magst, dann musst du ihr das zeigen. Schenk ihr ihre Lieblingsblume oder fang ihr eine Maus oder ein Kaninchen und lege es vor ihren Bau. Dann weiß die junge Fuchsdame, was Sache ist und wird sich dir sofort vor die Pfoten werfen.« Kaseos Vorschläge klangen in Marlons Ohren ganz überzeugend, doch bezweifelte er, dass sich Kiso vor irgendwessen Pfoten werfen würde. Dafür war sie viel zu tough. Er wollte gerade etwas erwidern, da kam auch schon Kiso in den Bau des Ältesten hineingeplatzt. Sofort nahm Marlon seine gewohnte, stramme Haltung an, die von einem Leibwächter erwartet wird, woraufhin Kaseo leicht kichern musste. »Hallo, kleine Füchsin«, begrüßte er die sichtlich motivierte Kiso in seinem Bau. »Hallo, ältester Kaseo. Und hallo, Marlon.« Auf ihre Begrüßung hin nickte Marlon lediglich kurz angebunden. »Du möchtest sicher, dass ich dir von dem Menschen erzähle, den ich ausgesucht habe?« fragte Kaseo die junge Füchsin, die zustimmend nickte. »Du musst eines über die Menschen wissen, Kiso. Das Wichtigste in ihrem Leben ist Geld. Mit Geld kann sich ein Mensch alles kaufen, was er will. Und ich rede nicht nur von materiellen Gütern.
Wer Geld hat, beherrscht in der Welt der Menschen alles und jeden. Kisu hatte nur eine vage Vorstellung von dem Begriff des Geldes. In der Welt der Füchse existierte so etwas nicht. Doch die Menschen benötigten es wohl, um sich ein Haus zu kaufen und sogar Nahrung. Wenn ein Fuchs ein neues Zuhause brauchte, baute er sich einfach selbst eines. Wenn ein Fuchs Hunger hatte, jagte er sich einfach etwas zu futtern. Oder er wartete darauf, dass die Jäger des Clans etwas mitbrachten. Die Notwendigkeit eines Zahlungsmittels war ihr also fremd und äußerst suspekt. Der Mensch, den ich also ausgesucht habe, besitzt Geld. Eine beachtliche Summe Geld. Er stammt aus einer überaus wohlhabenden Familie, die einen respektablen Ruf unter den Menschen genießt. Er lebt, soweit ich weiß, allein in einer gigantischen und prunkvollen Villa. Ihr werdet es nicht so leicht haben, da hineinzugelangen, sagte er in Marlons Richtung blickend. Aber ich vertraue darauf, dass ihr einen Weg finden werdet. Es war nicht schwer, das, wie Kaseo es beschrieben hatte, gigantische Anwesen dieses reichen Menschen zu finden. Gigantisch waren Kisus Augen sogar noch untertrieben. Und auch Marlon verspürte eine gewisse Ehrfurcht bei dem Anblick dieses Ungetüms von einem Menschenbau. Die Füchse versteckten sich in einem Gebüsch neben dem Eingangstor des Anwesens, das von einer hohen Steinmauer umschlossen wurde, die zu hoch war, um darüber zu klettern. Außerdem befanden sich überall auf der Mauer Kameras, die jeden noch so kleinen Bereich im Auge behielten. Es über die Mauer zu versuchen, wäre also aussichtslos. Sie mussten irgendwie durch das Tor gelangen. Und das gelang ihnen viel schneller und einfacher als gedacht. Denn glücklicherweise öffnete sich das Tor, um einen langgezogenen schwarzen Wagen hinausfahren zu lassen. Diese einmalige Chance ergriffen Kisu und Marlon natürlich sofort. Um zu der großen Villa zu gelangen, mussten sie der kurzen Straße folgen, die direkt vor dem Eingang des Gebäudes endete. Kisu war weniger von der gewaltigen Villa beeindruckt, als von dem gepflegten grünen Gelände, das diese umgab. Soweit man schauen konnte, sah man die schönsten Blumen, Sträucher und Bäume. Ob dieser Mensch wohl ein Naturliebhaber ist? Fragte sie sich. In das Gebäude hinein zu gelangen, stellte sich als etwas schwieriger heraus, als auf das Grundstück zu kommen. Alle Türen und Fenster waren verschlossen. Durch die Fenster hindurch konnten sie ein reges Treiben in der Villa ausmachen. In manchen Räumen wurde geputzt, in der weiträumigen Küche wurde gekocht. Überall flitzten gleich gekleidete Menschen durch die unzähligen Räume. Das brachte Kisu bald schon auf eine Idee. Ich werde mich in meine menschliche Gestalt verwandeln. Sie werden dich auch als Mensch nicht einfach hineinlassen, Kisu, murrte Marlon. Wenn ich dabei so ein Outfit trage, schon. Dabei deutete sie durch das Fenster hindurch auf eine der Bediensteten, die gerade eine reich verzierte, goldene Vase abstaubte. Marlon gefiel der Plan nicht. Das bedeutete, dass Kisu allein in die Villa gehen müsste und er sie nicht beschützen könnte, falls etwas schief ginge. Doch eine andere Möglichkeit blieb ihnen nicht und so verwandelte sich Kisu letztendlich doch in eine junge Frau, die das Outfit der Bediensteten trug. Als Kisu an der Tür klingelte und eine ältere Frau in gleicher Uniform ihr die Tür öffnete, war sie etwas nervös. Doch noch bevor sie ihre zurechtgelegte Ausrede vortragen konnte, ließ sie die Frau einfach an der Türschwelle stehen und ging zurück an ihre Arbeit, ohne sich weiter für sie zu interessieren. Nach einem triumphierenden Zwinkern in Marlons Richtung betrat Kisu die Eingangshalle der Villa und schloss die massive Tür hinter sich. Ich hoffe, Kisu passiert da drin nichts, dachte Marlon, der sich in den Büschen versteckt hielt und nichts weiter tun konnte, als abzuwarten. Die Villa war von innen genauso imposant wie von außen. Die Einrichtung war edel und ausgesprochen teuer. Die Bediensteten flitzten geschäftigt hin und her. Und Kisu stand mittendrin und wusste nicht, in welchem der unzähligen Zimmer sie mit Suchen anfangen sollte. An die große Eingangshalle schlossen sich mehrere Räume und Gänge an und eine breite Treppe führte hinauf ins obere Stockwerk. Kisu beschloss, sich oben umzusehen, doch auch im oberen Stockwerk gab es mehrere Gänge und eine Vielzahl von geschlossenen Türen. Es würde eine Ewigkeit dauern, jedes Zimmer zu durchsuchen. Als Kisu gerade eine der Türen öffnen wollte, erklang eine männliche Stimme hinter ihr. Lina! Kisu drehte sich erschrocken um und sah einen jungen Mann, der auf sie zugelaufen kam. Oh, Verzeihung, ich dachte, du wärst jemand anderes, sagte dieser etwas beschämt, als er erkannte, dass die junge hübsche Frau vor ihm nicht das ältere Hausmädchen Lina sein konnte. Ich habe dich hier, glaube ich, noch nie gesehen. Bist du neu hier?
fragte er Kisu neugierig und setzte dabei ein bezauberndes, warmes Lächeln auf, woraufhin sich Kisus Puls leicht erhöhte. Kisu kam nicht umhin festzustellen, dass der nette Gentleman vor ihr für einen Menschen ausgesprochen attraktiv war und eine gewisse Anziehung auf sie ausübte. »Ja, ich bin neu hier. Ich heiße Kisu«, stellte sich Kisu ihm mit ihrem richtigen Namen vor, was sie bereits im nächsten Augenblick wieder bereute. »Sehr erfreut, Kisu«, sagte er mit diesem aufrichtigen, zum dahinschmelzenden Lächeln und ergriff ihre Hand. »Ich bin Kohaku«, stellte er sich ihr nun vor, während er ihre Hand schüttelte. »Hast du gerade zu tun, Kisu?« Sie verneinte mit einem knappen Kopfschütteln. »Sehr gut. In diesem großen Gebäude kann man sich manchmal ziemlich einsam fühlen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir beim Tee etwas Gesellschaft leisten würdest. Das Teezimmer ist gleich da drüben.« Noch bevor Kisu irgendetwas antworten konnte, schob er sie sanft in Richtung Teezimmer. Das Teezimmer war unglaublich schön. In einer Glasvitrine waren diverse kunstvolle Porzellanschalen und Teekannen ausgestellt und frische Blumen füllten den Raum mit einem wohligen Duft. Als der Tee von einer älteren Bediensteten serviert wurde, nahmen die beiden jungen Menschen, von denen einer immerhin ein Fuchs war, sich gegenübersitzend an einem Tisch Platz. »Darf ich fragen, wie alt du bist?« »Ich weiß, das gehört sich nicht, aber normalerweise stellt meine Mutter nur älteres Personal ein, wegen der Erfahrung und der Referenzen. Du bist, glaube ich, die jüngste Bedienstete, die ich hier in meinen 18 Jahren je gesehen habe.« »18«, schoss Kisu wie aus der Pistole heraus. »Ich bin 18 Jahre alt.« Natürlich war Kisu keine 18 Jahre alt, denn Fuchsjunge wurden viel schneller in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen als Menschenjunge, was natürlich daran lag, dass Füchse in der Regel auch nicht so alt wurden wie Menschen. Es sei denn, man war wie Kisu eine mit dem Mal gezeichnete Illusionistin. »Und möchtest du für immer hier als Dienstmädchen arbeiten?« »Nein«, platzte es Kisu heraus. »Ich möchte den Wald retten.« Im Nachhinein hätte sie sich für diese verräterische und für einen Menschen sicherlich lächerliche Antwort am liebsten selbst geohrfeigt. Doch Kohaku schien es gar nicht lächerlich zu finden. Ganz im Gegenteil, seine Mimik bekundete sogar große Neugier. »Den Wald? Das klingt ja nach einer sehr ehrenwerten Aufgabe. Die anderen Mädchen, entschuldige, jungen Frauen, die ich sonst so treffe, denken an schöne Kleider. Und du möchtest den Wald retten. Du bist wirklich faszinierend, Kisu.« Eine unabsichtliche Röte stieg der jungen Füchsin angesichts dieses Komplimentes ins Gesicht. »Genug von mir«, unterbrach sie Kohaku nervös. »Was ist mit dir?« »Mit mir?« »Ja. Was ist deine Aufgabe? Was willst du tun?« Er sah Kisu verblüfft an. »Was ich tun will, interessiert hier keinen.« »Mich schon«, sagte Kisu etwas überstürzt, woraufhin er ein lautes Gelächter ausbrach. »Du bist witzig, Kisu. Ich bin der Millionenerbe der angesehensten Familie der Stadt. Ich werde in die Firma meines Vaters einsteigen und sie irgendwann übernehmen, wenn er sich zur Ruhe setzt. Meine Aufgabe wurde bereits bestimmt, bevor ich geboren war. Ich kann nicht einfach tun, wozu ich Lust habe.« Diese Geschichte klang in Kisus Ohren sehr vertraut. Seit die Zeichnungen auf ihrem Pelz zum Vorschein kamen, war auch ihre Aufgabe klar gewesen, während die anderen Füchse irgendwann selbst entscheiden konnten, ob sie sich als Jäger, Erzieher oder irgendetwas anderes ausbilden lassen wollten. Doch hatte Kisu sich ihr Leben lang über ihr Los gefreut, oder nicht? Noch vor kurzem war sie von ihrer Aufgabe deutlich überzeugter gewesen als jetzt, aber ihre Aufgabe war wichtig und musste erledigt werden. »Und wenn du deinen Eltern sagst, dass du etwas anderes tun möchtest?« »Die sind so gut wie nie da. Erst vor einer Stunde sind sie wieder losgezogen. Ich glaube, diesmal geht es nach Tokio. Die Firma meines Vaters erfordert es, dass er ständig in ganz Japan unterwegs ist. Und meine Mutter begleitet ihn natürlich auf seinen Reisen. Ich bin meistens allein hier. Wobei, jetzt bist du ja hier und kannst mir beim Tee Gesellschaft leisten.« Und wieder setzte er dieses warmherzige Lächeln auf, das dazu führte, dass Kisu kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. »Meine Mutter würde dir sicher gefallen. Sie setzt sich für sehr viele Umweltprojekte ein und organisiert solche Charity-Veranstaltungen, auf denen Geld gesammelt wird für alle möglichen Projekte. Erst letztens gab es eine für den Schutz von Marderhunden.« »Ich muss jetzt gehen«, unterbrach Kisu ihn forsch. »Jetzt schon?«, fragte Kohaku sichtlich enttäuscht. »Ja, jetzt. Ich muss noch Einkäufe erledigen für das Essen.« »Essen?« »Das Mittagessen.« »Das gab es doch schon.« »Ich meine das Abendessen.«
berichtigte sich Kisu angespannt. Und was gibt es Schönes? Kisu musste an ihre Leibspeise denken. Maus. Maus? An Kohakus entsetztem Blick konnte Kisu feststellen, dass Menschen wohl keine Mäuse aßen. Ich meine Fisch. Ah gut, ich hatte schon Angst, sagte er mit einem amüsierten Grinsen. Bevor sich Kisu noch mehr verplappern konnte, ergriff sie sofort die Flucht in Richtung Tür. Doch da griff er plötzlich nach ihrem Arm. Hier für dich. Er reichte ihr eine wunderschöne rote Kamelie, die er zuvor aus dem Blumenarrangement auf dem Tisch entfernt hatte. Vielleicht retten wir irgendwann ja mal zusammen deinen Wald. Kisu nahm die Blume verlegen entgegen und verließ dann eilig das Teezimmer und schließlich auch das Anwesen in Begleitung ihres Leibwächters Marlon, der sie auf dem ganzen Weg zurück zum Wald mit Fragen durchlöcherte. Doch sie erzählte ihm nur das Nötigste von dem charmanten jungen Erben, der offensichtlich ihre Zielperson gewesen war. Sowohl die Ältesten als auch die Walfüchse waren gespannt darauf, was Kisu ihnen über den wohlhabenden Menschen erzählen würde. Die Familie des Ausgewählten scheint die wohlhabendste und angesehenste Familie der Stadt zu sein, wiederholte Kisu Kohakus Worte. Doch glaube ich nicht, dass ich von seiner Stelle aus etwas erreichen kann, was unseren Wald retten wird. Ein erregtes Raunen ging durch die Menge. Wieso glaubst du das? Fragte Boraku sie ernst und aus den Augenwinkeln konnte Kisu den ungläubigen Blick von Kaseo ausmachen. Er und seine Familie haben zwar Geld, aber weder die Familie noch er scheinen sich für die Umwelt zu interessieren, log sie. Es würde zu sehr auffallen, wenn ich mich an seiner Stelle für unseren Wald und die Füchse einsetzen würde. Die Ältesten schienen misstrauisch gegenüber Kisus Worten zu sein, doch die Walfüchse waren die, die letztendlich entscheiden würden. Und so trug Kisu eine falsche Aussage nach der anderen vor, die alle gegen den Platz des Erben sprachen, bis die Versammlung beendet wurde. Marlon hatte beschlossen, nach der Versammlung zu Kisu zu gehen und ihr zu gestehen, was er für sie empfand. An seiner Schnauze trug er eine blaue Wildblume, die er noch während der Versammlung, die er extra geschwänzt hat, gesucht hatte. Als er Kisus Zuhause fast erreicht hatte, konnte er sie bereits von Weitem vor ihrem Bau ausmachen. Sie schien lächelnd die Sterne zu betrachten. Sofort fiel ihm etwas an ihr auf. Eine rote Blume steckte hinter ihrem Ohr. Und diese war auch noch viel prächtiger als die mickrige kleine Wildblume, die er für sie gepflückt hatte. Betrübt, aber vor allem verärgert, ließ er seine unscheinbare Blume zu Boden fallen und verschwand wieder in der Dunkelheit.